damit ich euch den versprochenen Beitrag mit den Gummistiefeln nicht schuldig bleibe, werde ich ihn jetzt realisieren. Dafür brauche ich zusätzlich noch die und das in Anlehnung an meine alten Fachfrauenbeiträge. Und das, wer rät es, weil man niemals weiß, was man im Keller so findet. Und ihr werdet sehen, warum das eventuell nötig sein könnte in diesem Keller. Wer sich jetzt im Laufe des Beitrags fragt, am Anfang sah sie doch noch passabel aus, was ist passiert? Ja, es ist der Lichtring, den werde ich hier oben lassen und werde mich ganz der Kelleratmosphäre hingeben. Und ob die jetzt so zuträglich ist für die Gesamterscheinung, ja, werden wir sehen. Aber wie ihr wisst, ich bin da ja vollkommen schmerzbefreit, todesmutig und stelle mich auch einer Herausforderung wie dieser. Und nicht nur stelle ich mich einer Herausforderung, nein, ich werde euch auch die Freude machen, das Stativ wieder runterzustellen und euch teilhaben zu lassen an meiner Ausstattung. Es könnte jetzt natürlich passieren, also nicht an meiner Ausstattung, sondern an meiner Stiefel. Ihr wisst, was ich meine. Es könnte passieren, dass die Mitbewohner hier, die kennen mich ja auch noch nicht in Stiefeln, vielleicht ein bisschen verwundert sind. Wir werden es versuchen zu ignorieren. Diese Wahl erfolgt zufällig. Also diesmal ist es keine stylische Entscheidung, sondern eine zufällige. Und wer ist es? Der Hunter. Stiefel anziehen mit Geräusch. Die Nachbarschaftsproblematik habe ich ganz pfiffig geklärt, wie ich finde. Ich tue einfach so, als bringe ich meinen Wischmopp-Eimer runter und da erklären sich auch die Gummistiefel. Allerdings werden die wahrscheinlich alle panisch gucken, ob bei ihnen gerade Wasser durch die Decke kommt. Und das ist nicht die einzige. Es gibt noch eine, die habe ich zugebaut. Ihr seht, der Knoblauch hat seinen Grund. Die Frage ist natürlich, meint ihr, das hilft so? Oder müsste ich es vielleicht eher hier drunter klemmen? Damit es in Halsnähe ist. Ich schätze zweiteres, aber an dieser Stelle auch wieder eure Meinung ist gefragt. Aber wir sind hier nicht als Vampirjäger unterwegs. Nein, wir sind in Sachen Stiefelrettung oder Stiefelanalyse. Und jetzt tatsächlich der ernstere Teil des Beitrags. Das sind die Stiefel. Na, kann ich so einfach mit dem. Und ihr erkennt sie wahrscheinlich wieder oder auch nicht. Die könnten tatsächlich Draculas Stiefel sein. Ich versuche sie mal hier hinzustellen. Und ich werde sie euch jetzt mal etwas näher zeigen. Was auch wirklich ein Catwalk-Stiefel sein könnte. Haute Couture, nachhaltig mit lebenden Kulturen. Ist für mich ein absolutes Rätsel, denn es ist der einzige Stiefel, der solche Sachen angesetzt hat. So, und jetzt die Frage an euch. Was sind das überhaupt für Sachen und warum tun sie das? Ich drehe mal die Kamera um. Styletechnisch ist es natürlich sehr interessant, weil jetzt dieser wirklich da
eingearbeitete Schriftzug, der immer ein bisschen in Frage gestellt worden ist, ne? Sind es wirklich Armani-Stiefel? Dieser Schriftzug kommt jetzt ein bisschen besser zur Geltung. Eigentlich auch ganz nett hier mit den Rohren und so. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft unter uns. Was ist das? Ist es gefährlich? Greift es eventuell auch Menschen an? Aber warum greift es nur den Armani-Stiefel an? Ja, gut. Also, das ist mein Beitrag live aus dem Keller. Ach, Moment mal ganz kurz. Wer sich jetzt fragt, ist sie jetzt überhaupt vollkommen planlos? Nein, ist sie nicht. Ich hätte hier jetzt auch zum Abhören, aber ich würde mal sagen, mit dem Knoblauch zusammen ist das echt ein schwieriges Unterfangen. Ohne Stativ, aber hier die Lampe, die auch ein bisschen Geräusche macht, ist übrigens wahnsinnig attraktiv, macht bloß die, die Tränensäcke nicht richtig weg. Jetzt gucken wir mal, ob ich mit einer Hand, kriege ich auch hin. Also das soll mir mal jemand nachmachen. Okay. Klingt nicht gut. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und nur um mal zu sagen, dass es wirklich so ist, die anderen Stiefel. Hier mal, ne? Hunter. Da ist nix. Auch die markenlosen roten und meine etwas problematischen grünen. Die stehen nämlich noch hier und die haben überhaupt gar nichts. Nur der Armani-Stiefel. Kommt es, weil er einen Absatz hat? Ist er ein Material, was noch gar nicht entdeckt wurde? Was genau ist hier das Problem? Ich bin total dankbar für jede Art von Hinweis, Analyse, wie auch immer. Und ich hoffe, ihr seid dankbar, dass ihr endlich mal wieder gesehen habt, dass ich natürlich noch Stiefel habe und wie ich so in meinen Keller gehe. Wir sehen uns allerdings mit anderen Themen, mit meinem Lichtring und ohne Knoblauch.